Liebe Brüder und Schwestern, Herodes und ganz Jerusalem erschrickt, als wir hören, was geschah, als wir erfuhren, dass der Messias geboren worden ist. Ja, warum erschrickt Herodes? Er fürchtet um seine Macht. Und er versucht, seine eigenen Pläne zu verwirklichen. Und wir wissen, was geschehen ist. Er ließ alle Kinder bis zum Alter von 3 Jahren in Bethlehem und Umgebung töten. Aus Angst um seine Macht, aus Angst vor dem Konkurrenten, vor diesem neugeborenen König. Ja, hätte er geglaubt, hätte er Gott vertraut, hätte er um seine Macht nicht fürchten müssen. Denn Jesus ist ja der König des Friedens und er ist ja gekommen, um ein geistiges Reich zu errichten. Ja, die Gottlosigkeit, die Sündhaftigkeit verdunkelt den Geist, das Herz. So hat Herodes, ja ganz Jerusalem, auch diesen Stern nicht gesehen, diesen Stern Gottes, der den 3 Sterndeutern aus dem Osten den Weg gewiesen hatte. Ja, sie suchten den neugeborenen König in Jerusalem, ja, da muss der König sein, aber sie fanden ihn nicht. Und der Stern, der zieht vor ihnen her nach Bethlehem. Ja, die, die ein offenes Herz haben, die sehen dieses Licht Gottes. Das Licht, das gekommen ist in die Dunkelheit, wie der heilige Apostel Johannes schreibt, das jeden Menschen erleuchtet. Das wahre Licht Christi. Das Herz des Herodes, ja, das Herz Jerusalems war verschlossen, verdunkelt und sie erkannten ihren Erlöser nicht. Jerusalem ist ein Bild, ja, für das Volk Gottes, zuerst auch für dieses Volk Gottes, das den Erlöser braucht, das noch in seiner Sündhaftigkeit verdunkelt ist. Aber Jerusalem ist auch ein Bild für die Kirche, für uns, für unser Leben. Wir sind auch sozusagen dieses neue Jerusalem. Und der Herr möchte auch uns erleuchten mit seinem Licht. Er möchte uns Heil schenken. Er möchte alle Dunkelheit in uns überwinden, in der Vergebung der Sünden. Ziehen wir geistig, auf geistige Weise mit den 3 Weisen, mit diesen 3 Sterndeutern mit. Bringen auch wir nach Bethlehem zum Kind in der Krippe, ja zu diesem neugeborenen König, zu Jesus, dem Sohn Gottes, das Gold unseres Glaubens. Bringen wir ihm unser Vertrauen, nehmen wir sein Wort in uns auf, das Licht ist auf unserem Weg. Ja, dieses Wort Gottes erleuchtet uns, es führt und leitet uns, es ist uns ein Licht des Himmels. Bringen wir zu Jesus auch den Weihrauch unserer Hoffnung, unserer Anbetung, unsere Hoffnung auf sein Heil, auf seine rettende Macht, dass er wirklich Messias, Retter und Erlöser ist. Legen wir das zu seinen Füßen nieder. Ja, huldigen wir ihm, beten wir ihn an, wie die 3 Weisen. Bringen wir ihm auch die Myrrhe unserer Liebe, unserer opferbereiten Liebe. Ja, die Myrrhe ist ja auch ein Zeichen für das Leiden, für den Schmerz, für Leid und Tod, aber auch schon für die Auferstehung.
es weist schon hin auf die Leiden des Gottesknechtes, des Erlösers. Ja, bringen wir hin unsere Bereitschaft, Jesus auch im Leiden nachzufolgen, in den Schwierigkeiten und Bedrängnissen unseres Lebens. Nehmen wir auch wir bereitwillig unser Kreuz an, folgen wir Jesus nach, denn er sagt, nur wer sein Kreuz auf sich nimmt, der kann mein Jünger sein, zu mir gehören. Aber der Herr schenkt uns auch Anteil an seiner Auferstehung. Ja, bringen wir ihm unser Leben dar, alles, was wir haben und sind, unsere schönen, aber auch unsere Schattenseiten. Der Herr möchte alles mit seinem Licht erleuchten, alle Dunkelheit in uns, alle Sünde, alles Böse in uns überwinden, uns erfüllen mit seinem Heiligen Geist. Ja, öffnen wir ihm unser Herz, denn Gott möchte ja zuerst in unserem Herzen Wohnung nehmen. Er möchte nicht so sehr die Äußerlichkeiten. Er möchte nicht, dass wir in den Äußerlichkeiten stehen bleiben, dass wir nur sozusagen die Formalitäten unseres christlichen, unseres katholischen Lebens erfüllen. Nein, er möchte, dass wir ihm unser Herz schenken. Heute ist ja auch Herz Jesu Freitag. Schauen wir hin auf dieses Herz Gottes, auf dieses Herz Jesu, das geöffnet ist für uns. Ja, Gott hat sein Herz geöffnet, der Vater hat sein Herz aufgetan, weil er uns seinen Sohn geschenkt hat, der für uns Mensch geworden ist. So kann der Herr auch uns erfüllen mit seinem Licht, mit seinem Frieden. So können wir Zeugen seines Friedens sein für unsere Mitmenschen. Ja, wir können Zeugen sein für das Erbarmen des Vaters, für seine unfassbare Liebe zu uns, zu den Menschen, zur ganzen Welt. Ja, kommen wir hin zu Jesus, nehmen wir ihn auf, auch jetzt im Geheimnis der heiligen Eucharistie. Dann wird er auch uns erfüllen mit dieser unfassbaren, ja mit dieser großen, ja mit dieser göttlichen Freude, mit der er die Herzen der drei Sterndeuter erfüllt hat, als sie Jesus fanden. Auch wir dürfen Zeugen seiner Freude sein. Der Herr erfüllt uns neu mit seinem Licht. So werden wir selber auch sozusagen zu einem Licht für unsere Brüder und Schwestern. Auch wir können Licht sein, ja sozusagen ein Stern für diese Welt. Ein leuchtender Stern in der Dunkelheit, wo so viele den richtigen Weg, die Hoffnung, den Frieden verloren haben, wo so viele Menschen ein kaltes und hartes Herz bekommen haben, dann werden wir diese Kraft finden, einander zu dienen in Liebe. Dann wird dieses Gebot der Liebe zum Nächsten, das uns Gott aufgetragen hat, das uns Jesus aufgetragen hat, keine Überforderung sein, weil er in uns ist, weil er unsere Kraft, unsere Stärke ist, weil der Geist Gottes uns erfüllt, weil diese Quelle in uns ist, die dieses lebendige Wasser sprudelt, diese lebendige Quelle, die niemals versiegt. Vertrauen wir neu dem Herrn, und wir dürfen durch seine Kraft, gestärkt durch seine Gnade, Zeugen sein für die frohe Botschaft, für sein Licht, für seine Freude, für sein Kommen zu uns. Amen.